Moin! Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map. 2-1 ohne Gräben. Ja, wir haben in der letzten Folge gestern Feld 45 gekauft. Sind das gerade am Düngen. Und ich bin jetzt dabei. Hier, wir sind schon am Aufräumen und verkaufen mal so ein paar Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Also auch dieser komische Ballensammelwagen, unbenutzt dazu, also, wer von euch ein Schnäppchen machen will, ja komm, brauchen wir nicht mehr, aufräumen, verkaufen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen hier über die Karte und hole Sachen zum Verkaufen. Das ist jetzt mal unsere Aufgabe hier. Kriegen wir zwar nicht viel für, weil der auch nicht viel gekostet hat, aber er muss auch nicht rumstehen. ...34.000. Besser als rumstehen lassen, ne? So. Wir fahren zur Brauerei. Da steht nämlich noch ein Fliegel. Irgendwo stand noch ein Fliegel, ich weiß gar nicht wo. Ach so, oben bei der Holzindustrie. Der muss auch weg. Ja, kriegen wir aber alles hin. So, wie sieht's eigentlich hier bei der Mehlfabrik und bei den Backwaren aus? Der Bäckerei. Können wir gleich mal gucken. Wir fahren da ja jetzt vorbei. Wir haben ja Zeit. Bringt uns ja keiner, ne? So. Oh, die ist voll. Das heißt, hier müssen wir auch Sachen unbedingt abholen. Naja, die produziert aber da noch. Naja, die produziert noch. Okay, alles klar. Super. Super. So, hier steht auch noch ein Fliegel rum. Den können wir auch mitnehmen. Brauchen wir auch nicht mehr. Hier, Bäckerei ist auch voll. Müssen wir auch abfahren. Machen wir alles noch, bevor wir ernten. Das ist gar kein normaler Fliegel, das ist hier so ein anderer Ballenwagen noch, glaube ich, oder? Ist das ein Fliegel? Doch, ist ein Fliegel. Glaube ich. Und die beiden, die kommen jetzt zum Händler. Muss ich hier rumfahren, weil ich sonst die Ausfahrt nicht gekriegt hätte. Aber egal. Ist so. Achso, bevor ich weiterfahre, verkaufe ich erstmal. Ja, schön. Lassen.
Oh, da sind gar nicht alle im Trigger, befürchte ich. Das ist ja jetzt doof. Da muss ich dann nochmal gucken, wenn das soweit ist. Ob der noch alle verkauft hat. Oder nur teilweise. So. Was haben wir denn für Aldi-Flugkurse? Oh, fahren wir erstmal zum Hof, ne? Gerade das zweite Vorgewende fertig. Ist aber auch ein Hammerfeld. Immer noch nicht leer. Mann. Ja. Boah, nicht schon wieder baden gehen, ey. Gieß mir auf den Sack. Hätte ich auch erstmal zum Rinderhof fahren können, um da die Ballen einzusammeln mit dem anderen Gespann. Mache ich das jetzt mit dem hier? Ist mir jetzt völlig egal. Ich fahre jetzt zum Rinderhof und sammle Ballen ein, weil das geht gar nicht, was da unten passiert. Bevor ich die jetzt verkaufe. Ja, ich kümmere mich auch gleich um den, der da baden gehen will. Aber jetzt will ich da erstmal hin und selber Hand anlegen. Und selber aufräumen. Ja, das ist keinen Sinn sonst. Jetzt haben wir gerade so ein schönes Gespann. Thank you.
egal wie rum ich fahre, ne? War jetzt hier oben rum. Egal, jetzt müsst ihr noch mal eben tapfer sein. Dann müsst ihr noch eben durchstehen. Da liegt auch schon wieder irgendeine Palette auf dem Feld. Kommt eben noch hier sammeln. So viele Ballen sind es nicht und ich kriege jede Menge davon mit. Hier mit meinem Fliegel gespannt. Naja. Später machen. Entschuldigung. Oh Mann, wollte ich eigentlich vermeiden. Aber das kam plötzlich. Sorry. Wollte nicht, dass eure Trommelfelle platzen. Weil ich weiß, so ein Ohr wächst schnell wieder nach, aber trotzdem. Das andere wäre eine coole Idee mit dem Ballen sammeln, mit diesem automatischen Ballensammler. Aber ist dann doch zu wartungsintensiv, wie ich finde. Und daher, ja, fällt sie jetzt erstmal aus für mich. Der Ballensammelwagen wird gleich verkauft. Da liegt eine Palette rum. Da liegt auch irgendwas rum. Unglaublich. Einen noch. So. Okay, und jetzt holen wir uns den hier noch, der... Hallo? Geht er nicht hin? Vorgewende fertig. So, die Zeit ist um. Und der Klaus Axion möchte baden gehen. Ist weg. Kann ich nicht mehr anklicken.
Alles weg. Der ist weg. Nee, da ist er. Kann man nicht einsteigen. Setzen auch zum Händler. Zurücksetzen auch zum Händler. Dann habe ich hier zwar keine Dingenskirche mehr, aber egal. So, liebe Leute, ihr habt gehört, Zeit ist um. Bedanke mich bei euch. Und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zur nächsten Folge. Ich bedanke mich für die ganzen Likes, Kommentare, Abos. Morgen Mittwoch gibt es die nächste Folge, Let's Play LS17. Und ich bringe jetzt das hier erstmal ins Ballenlager, dann hole ich die restlichen Ballen noch ab. Das mache ich aber offline. Und ja, Freitag wahrscheinlich Livestream, kann ich noch nicht genau sagen. Samstag auf jeden Fall, Sonntag muss ich mal schauen. Mal gucken. Aber, ne? Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure ganzen Abos. Das ist echt der Kracher. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, eine Woche im Voraus, über 770 Abos. Krass. Echt krass. Und bei 1000 Abos gibt es einen 10-Stunden Livestream. Das ist eine Drohung, die mache ich wahr. Nein, vielen Dank euch und ich sag ciao.